Nur poppen. Yo, ich bin dein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, von Brody, eurem Brody. Heute bin ich nicht zu Hause, aber es ist eigentlich egal. Videoqualität ist deswegen ein bisschen schlechter. Heute schauen wir uns ein neues Video an von ihm, Verstorge. Nämlich, er hat ein neues Video hochgeladen. Endlich mal, nach einer langen Winterpause, wieder zurück. Und zwar direkt mit Lexa startet er ins neue Jahr. Und zwar, Lexa ist verliebt. Cool. War nicht dieser Aslan, den sie verknallt war? Vor allem schläft sie im Bett jetzt mit, mit Baseballschläger wie die Amis. Alles klar, let's go. Die 16-jährige Ghetto-Göre Lexa sucht seit vielen Jahren einen richtigen Mann. Gerade als sie aufgeben wollte. Hör, war die Katze da drüben gerade echt? Ist das eine echte Katze hier? In vielen Jahren einen richtigen. Hör, ist das eine echte Katze? Wirklich? Nein, oder? Ist das so eine Gruselkatze, oder? Ist das so ein Motor drin, oder? Die sieht nicht echt aus. Die hat sich so gedreht, so. Oh Gott, gruselig. Gerade als sie aufgeben wollte, brachte ein junger Herr Lexas Herz zum Flattern. Oh. Sympathisch, wohlhabend, gut aussehend und gebildet. Ich bin's, Leute. Was geht? Ich und Lexa, ich muss mal sagen, Leute, aber... Oh, Mann, ey. Ich sehe gerade den Chat nicht gescheit. Die guckt, als würde sie dich gleich umbringen wollen. Echt so. Richtig gruselig. All das ist an dich und trotzdem finde ich ihn hot as fuck. Ich habe ihn vor ein paar Monaten auf einer Party kennengelernt. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, bin ich... Ist es überhaupt so bequem, überhaupt ihren Kopf da drauf zu legen, auf diese Fußstütze? Macht man das so? Eigentlich doch nicht, oder? Ich bin geworden als die Wände in meiner Wohnung. Sein Name war Aslan, bester Mann. Ah, der ist das. Aslan, bester Mann. Aslan, bester Mann. Ah, gut, die Geschichte geht also doch weiter. Letztes Jahr haben wir den kennengelernt. Und das war, glaube ich, sogar noch vor Corona, oder? War das während Corona, vor Corona? Weiß ich gar nicht. Aber stimmt, haben wir ihn kennengelernt auf jeden Fall. Der Aslan dann reinkommt. Jetzt kommt's, ey. Ist ja der Freund von Tischer gewesen auch, ne? Ja. Wir sind jetzt hier den Freund abspannen oder was? Ausspannen. Auf Fußstützen kommen teilweise normalerweise die Füße. Ah ja, okay, dachte ich mir fast. Die vielen, vielen Schmetterlinge in Lexas Bauch machen sie völlig verrückt. Hat schon eine halbe Flasche Glyphosat gesoffen. Die Viecher sind nicht tot zu bekommen. Das Mädchen ist sogar so sehr verliebt, dass sie einen klassischen Liebesbrief geschrieben hat. Oh, weia. Hey, du Geiler. Ey, Geile. Ey, Geiler. Alleine? Ja, leider. Du bist scharf wie Chili. Du hast einen geilen Buddy. Der macht mich richtig hotty. Ach, Mann. Hotty. Willst du mit mir gehen? Oh Gott, die schreibt da richtig schön eigentlich. So schöne Schrift. So, für Lexa ist richtig krass. Kreuze an. Ja. Nur poppen. Nur poppen, Leute. Nur poppen. Und hier ist ja, was hier? Welt? Nee, vielleicht. Also. Nee, ich lese ihn jetzt vor, ja? Aber wie irgendwie. Achso, lese ihn noch vor. Ja, dem reiß ich das Arschloch so weit auf, dass das Ego von Michael Wendler da reinpasst, ja? Okay, ich lache nicht. Okay, ich habe keinen Bock auf Hintern aufreißen. Nee, keinen Bock so. Also. Hey, du Geiler. Du. Bitch. Fischer. Was geht da? Lexa, wo bleibst du? Wir warten alle auf dich. Wie, was? Illegale Corona-Party. Wer sich an der Office mit einer Mutante ansteckt, gewinnt eine Flasche Wodka. Eine Mutante ansteckt. Letztens auch irgendwie einen Beitrag gelesen, dass ich musste lachen, das ist eigentlich nicht lustig, aber es ging irgendwie, dass in England oder Australien irgendwo gibt es besonders viele Mutanten und keine wissen warum. Und ich dann so, ey, sind wir jetzt schon bei, müssen wir bald Xavier-Schule aufmachen, weil die Mutanten auf die Schule gehen können, mit so einer Fähigkeit bekommen, weil die haben zu denen einfach Mutanten gesagt. Ich so, hä? Alles klar, darum geht es ja um den mutierten Coronavirus, geht es ja darum, ne? Nicht um irgendwelche Superfähigkeiten. Auf Ahmed. Er ist extra nach Großbritannien, Südafrika und Brasilien gereist, um seine Chancen zu erhöhen. Kein B drauf. Was ist denn los mit dir? Das war doch alles deine Idee. Und jetzt oh, Jesus im Hintergrund hier, alles klar. Kein B mehr? Scheiße, Mann. Trisha ist meine beste Freundin, die merkt sofort, wenn irgendwas nicht mit mir stimmt. Mhm. Egal, was passiert. Ich darf ihr auf gar keinen Fall sagen, dass ich verliebt bin. Ich bin verliebt. Verkackt! Wie wir so Soundeffekte immer machen, so wenn man verkackt hat, so. Ich kann das nicht nachmachen. Homage Mathe haben sie immer gemacht, wenn irgendwelche dummen Aussagen gemacht wurden, so. Ich kann das nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, früher konnte ich es voll gut, so wie ich so ein Furzgeräusch mache. Aber egal, ich habe auch. Es riecht über Fürze. Ach man. Ihr Bauch, Trisha. Hast du es mit Glyphosat versucht? Literweise. Die Dreckskinder sind immun dagegen. Bist du so richtig in Love oder was? Ich habe einen Liebesbrief geschrieben. Bah, egal. Ich weiß. Lies mal vor. Aber nicht lachen. Doch, wahrscheinlich schon. Also. Hey, du Geiler. Du bist scharf wie Chili. Du meinst Chile. Chile ist ein Land, du Backblech. Lies weiter, bis jetzt ist richtig gut. Du hast einen geilen Body. Der macht mich richtig hotty.
Lexa, richtig gut. Sogar Alter, richtig romantisch. Ich hab's Gefühl, ich muss die Geschwindigkeit bei Trish auf zweimal stellen, dass ich sie in normaler Geschwindigkeit hören kann. Aber krass, ich finde auch voll krass, dass Trisha so eine gute Make-up-Artistin ist, dass sie nicht mal den Lippenstift auf ihre Zähne malt, sondern auch nur den Mund trifft. Das ist echt krass. Bin ich echt begeistert von ihr, muss ich sagen. Ja, mit rein. Willst du mit mir gehen? Kreuze an. Ja, nein, vielleicht nur poppen. Besser hätte ich es nicht schreiben können. Danke. Da haben sich die Deutschstunden doch noch gelohnt. Wir haben uns sogar schon mal getroffen. Erzähl, wie war's? Wir hatten richtig Deep Talk. War sehr berührend. Also Land, bester Land. Aber ist er nicht mit Tisch eigentlich zusammen? Ist doch, ist es nicht, weil es ist doch jetzt schlecht, wenn die jetzt sagen, ich ist verknallt und so und dann sagt ihr noch, hey Tisch, magst du den Brief deinem Freund gerade geben? So. Sagt, das wär legit so funny, aber da wird direkt ein Beef zwischen den Mädels, ey. Oh, dieses Jahr richtig Drama hier, glaube ich. 2021 wird cool bei Torge. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut bist du im Bett? Aslan, bester Mann. Solche tiefsinnigen Gespräche hatte ich bisher mit noch niemandem. Wie heißt er denn eigentlich? Er heißt... Was? Ist das okay? Hat sie mir jetzt wirklich gesagt, dass der Aslan heißt? Hat sie mich wirklich erinnert? Gesagt? Was? Das ist doch Trishas Freund oder nicht? Bin ich jetzt verwirrt? Das ist doch Trishas Freund. Einfach so rausgehauen jetzt. Aslan. Hätte ich einen anderen Namen ausdenken können? Aslan? Mega geil, weil mein Freund heißt ja auch Aslan. Warum? Mega geil, dann hast du einen Aslan und ich hab einen Aslan. Oh. Ruf ihn an. Ach man, ey, die Tisch ist so hohl. Ich dachte jetzt, aber immerhin haben es jetzt, der Tisch reagiert erst so voll cool, so, oh mega, wir sind beide in Aslan verknallt. Ey, das ist mein Freund, lass was starten zu dritt. Aslan freut sich, ja. Los, ruf ihn an, mach ihn klar. Hab ich jetzt kein Bild drauf? Dann rufe ich erstmal meinen Aslan an, das muss ich jemand sehen. Nein. Scheiße, ja, ich ruf ihn an. Sarina hat geile Ohrläppchen, da stehen die Typen voll drauf. Ja. Aslan, bester Mann? Ey, das sagt mein Aslan auch. Mega geil. Aslan, bester Mann? Ich muss es dir sagen. Irgendwann wird sie es eh rausbekommen. Okay, Lexa, du bist eine erwachsene, starke, junge Frau. Reiß dich zusammen. Gab es immer diese Einschnitte hier? Also die gab es ab und zu mal, aber gab es auch bei dem Lexa-Format, dass sie hier so mit der Kamera reden zwischendrin, wie bei Hilf mir und so? Also bei Hilf mir nicht, bei Hilf mir sind es immer diese Psychologen, die dann da reinreden. Aber bei anderen Formaten, zum Beispiel bei Crank Klassenfahrt oder sowas, da ist es auch immer so, dass hier die dann immer so in die Kamera reden, irgendwas über ihre Gefühle sagen und so. Los geht's. Trisha? Ja? Das war alles nur ein Scherz! Du bist Wahrheit. In Aslan verliebt, oder? Ja. Aber immerhin, hast du schon jetzt gecheckt, immerhin reden sie offen miteinander drüber. Ist doch voll in Ordnung. So, aber ich finde es ein bisschen blöd, dass Trisha eine Liste in Zettel geschrieben hat mit ja, nein, vielleicht nur poppen und so. Und dass ich zuerst wieder geredet darüber, so hey, sorry, du, ich bin dein Freund, der verknallt und na, da kann ich es machen, tut mir leid. Aber jetzt so dann gleich einen Brief erstmal schreiben, den sie ihm theoretisch geben wollte. Weiß nicht, ob das so ein guter Plan jetzt war. Aber ich, immerhin sind sie ehrlich und teilen miteinander direkt. Aber das hätte Lexa jetzt auch geheim halten können, ne? Das fand, dass sie sich auch mit ihrem Aslan auch privat getroffen hat schon. Ohne, dass es Trisha das wusste, also. Ja, aber es ist ein cooles Video auf jeden Fall, sehr geil reingestartet, richtig coole Sache. Feier ich mega hart, deswegen erstmal ein Like hoch. Und ja, wenn ihr weitere Reaktionen auf Talk haben wollt, ne, vergesst nicht, vergessen, Daumen hoch zu lassen. Und kommt auf Twitch vorbei, ich bin jeden Abend live 19 Uhr. Dann sehen wir uns. Macht's gut. Tschüssi. Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.